Wir wollen in Fortsetzung zum letzten Mal, wo wir den Hinduismus genauer angeschaut haben, heute den Buddhismus im Licht der Bibel untersuchen. Diese östlichen Religionen haben immer einen größeren Einfluss auf den Westen und es ist sehr wichtig, dass wir informiert sind als Christen, was steckt eigentlich dahinter, welche Gedankengänge spielen da eine Rolle und dass wir diese Dinge im Licht der Bibel beurteilen können, damit wir auch, wenn wir das Evangelium weitergeben, es so weitergeben können, dass es genau den Bedürfnissen und den Menschen so entspricht, dass wir sie abholen können, da wo sie gedanklich stehen. Wir beginnen mit dem Ursprung des Buddhismus. Wir haben das letzte Mal gesehen, der Hinduismus kann nicht einfach so datiert werden, wann er genau begonnen hat. Das ist beim Buddhismus anders. Er geht zurück auf seinen Stifter Gautama Siddhartha. Er lebte 560 bis 480 vor Christus, ungefähr. Er hat diese Religion gegründet, gestiftet. Übrigens, das ist die Zeit des Propheten Daniel. Es ist die Zeit dann auch von Esther, allerdings in den Schlussjahren erst. So kann man das etwa zeitlich einordnen. Die Verbindung zum Propheten Daniel ist noch sehr bedeutsam, denn wir müssen ja daran denken, um 538 haben die Perser das babylonische Weltreich erobert. Dabei wurde der hohe Beamte Daniel auch im Perserreich integriert. Und das persische Reich hat sich ja schließlich bis über den Indus nach Indien ausgeweitet. Stand also auch unter dem Einfluss des Propheten Daniel. Buddha, so nannte sich Gautama Siddhartha später, gehörte der zweithöchsten Hindu-Kaste an. Das war die Kriegerkaste, das haben wir ja letztes Mal alles im Detail angeschaut. Das ist die Kaste der Kshatriyas. Er wuchs in großem Reichtum auf. Mit 23 Jahren heiratete er. Mit 29 nach der Geburt seines Sohnes Rahula begann er, nach Wahrheit zu suchen. Und das führte ihn dazu, dass er seine Familie verließ. Er gab sich dem Yoga hin, er nahm sich zwei Yoga-Lehrer, aber das hat ihm überhaupt nichts gebracht. Und so versuchte er es in der Folge einige Jahre mit Selbstkasteiung, mit Askese. Das war sein zweiter Misserfolg. Und so probierte er es schließlich auf dem meditativen Weg. Mit ungefähr 36 Jahren, man kann also manchmal lesen 35 oder 37, mit ungefähr 36 Jahren erlebte er seine Erleuchtung unter einem Feigenbaum. Und von da an wurde auch dieser Feigenbaum der Bodhi-Baum, der Baum der Erkenntnis genannt. Sehr interessant, wenn wir die Verbindung machen zu 1. Mose 3. Das war der Baum, der zum Sündenfall führte in der Bibel. Das auf der anderen Seite war der Baum, der zum Buddhismus führte, der Baum der Erkenntnis. Von da an nannte sich Gautama Siddhartha Buddha, was so viel bedeutet wie der Erleuchtete. Und er war der Überzeugung, dass mit dieser Erleuchtung nun seine weiteren Wiedergeburten aufgehoben seien. Dass er also als nächstes dann ins Nirvana eingehen würde. Später hat er einen Mönchsorden gegründet. Da konnte man nur nach strenger bestandener Prüfung aufgenommen werden. Und wenn man die Prüfung nicht bestand, dann wurde man auf die Laiengemeinde verwiesen. Aber nur Mönche hatten die Chance,
nach diesem Leben ins Nirvana einzugehen. Alle anderen, die müssen über große Umwege erst noch dahin gelangen. Nach einigem Zögern hat Buddha auch ein Nonnenkloster zugelassen, aber da muss man doch sagen, er hat deutlich gemacht, dass die sicher nicht dann ins Nirvana kommen, sondern die müssen zuerst nochmals als Mönch geboren werden, um schließlich dieses Ziel erreichen zu können. Buddhas Mönche hatten große Missionserfolge in Nordindien. Übrigens, Buddha stammte nicht aus Indien selbst, heute Indien, sondern das, was heute Nepal ist. Aber das ist ja ganz in der Nähe von Nordindien. Und so waren also besonders da in Nordindien große Missionserfolge zu verbuchen. In späterer Zeit wurde immer mehr schriftliche Grundlagen verfasst zum Buddhismus. Und ganz besonders wichtig ist dann der Pali-Kanon. Pali, das ist eine altindische Sprache, verwandt mit Sanskrit, aber volkstümlicher, einfacher. Und diese wichtigen buddhistischen Schriften sind in dem Pali-Dialekt geschrieben. Darum spricht man vom Pali-Kanon. Er enthält auch Dialoge mit Buddha. Aber das stammt alles aus viel späterer Zeit. Und darum, was noch auf ihn wirklich zurückgeht und was nicht, das ist schwierig zu entscheiden. Aber das ist die schriftliche Grundlage des Buddhismus. Nun ein paar Bemerkungen über den Buddhismus und die Götter. Wir haben ja gesehen, im Hinduismus spielen Millionen von Göttern eine wichtige Rolle. Aber Buddha, der also aus dem Hinduismus herauskam, sprach den Göttern jegliche Bedeutung für die Erlösung ab. Er betrachtete die Götter selber als erlösungsbedürftige Wesen. Und so müssen wir sagen, der ursprüngliche Buddhismus, ich spreche jetzt nicht von den späteren Entwicklungen, ist eine Religion, in der es nicht um die Verehrung irgendeines Gottes geht. Eine Religion, in der die Erlösung des Menschen von keinem Gott abhängt. Und jetzt versteht man, warum der Buddhismus auch schon als atheistische Religion bezeichnet worden ist. Das heißt nicht, dass da gesagt wird, es gäbe keine Götter, aber sie sind bedeutungslos. Und atheistisch im ursprünglichen Sinn heißt ja ohne Gott. Das heißt nicht unbedingt, dass Gott bestritten wird, aber dass man ohne Gott lebt. In diesem Sinn kommt das Wort atheistisch ja vor in Epheser 2, Vers 12. Dort spricht Paulus zu den Heiden und sagt, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus waret, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Dieser Ausdruck ohne Gott in der Welt heißt auf Griechisch atheistisch in der Welt. Eben ohne Bezug zu Gott. Der ursprüngliche Buddhismus ist eine atheistische Religion. Das ist etwas sehr Bemerkenswertes. Wir denken nämlich, dass Religion kann nur mit Gott oder Göttern zusammenhängen. Aber jetzt sehen wir, das ist gar nicht unbedingt nötig. Eine Religion kann auch atheistisch sein. Und deshalb können wir ganz ohne weiteres auch den Kommunismus mit seiner ganzen Ideologie, den Darwinismus, die ganze Entwicklungslehre, das ist eine Religion. Allerdings können wir das so im Vergleich mit dem Buddhismus auch als atheistische Religionen bezeichnen. Später entstanden dann viele verschiedene neue Richtungen innerhalb des Buddhismus. Und in gewissen späteren Entwicklungen, wie zum Beispiel im Volksbuddhismus, so im Volksbuddhismus in Ceylon, wo ja der Buddhismus sehr streng gehandhabt wird von der Regierung her, da bekamen die Götter wieder Erlösungsbedeutung. Und man versuchte dadurch eben auch leichtere Erlösungswege
zu suchen und anzubieten, als wie sie Buddha vorgestellt hatte. Und in späteren Entwicklungen wurde sogar Buddha göttlich verehrt, obwohl er dies strikt abgelehnt hatte. Und wir werden das auch gleich noch sehen, das ist nämlich eine Beleidigung in seinen Augen, ihn als so etwas Niedriges wie einen Gott zu bezeichnen. Es hat andere Richtungen gegeben, die haben heute kaum noch irgendetwas zu tun mit dem ursprünglichen Buddhismus. Und es hat auch Entwicklungen gegeben, die dazu geführt haben, dass buddhistische Richtungen wieder zurückgegangen sind in den Hinduismus. Das ist übrigens eine Erklärung, warum in Indien, dem Entstehungsort des Buddhismus, eigentlich so wenig Buddhisten sind. Denn viele haben sich wieder zurückentwickelt in den Hinduismus. Nebst dem, dass der spätere Islam in Indien ganz massiv den Buddhismus zurückgeschlagen hat. Aber das war natürlich viel, viel später, erst im 7., 8. Jahrhundert nach Christus. Nun, heute in den vorliegenden Ausführungen möchte ich insbesondere über den klassischen Buddhismus sprechen. Man nennt ihn auch Hinayana-Buddhismus. Hinayana heißt übrigens Fahrzeug, weil er das direkte Verkehrsmittel ins Nirvana sein soll. Diese Religion ist total elitär, also auf eine Elite ausgerichtet. Eine komplizierte Vollzeiterreligion, könnte man sagen. Für normale durchschnittliche Menschen eigentlich unerreichbar. Und deshalb können wir den ursprünglichen Buddhismus als Mönchsreligion bezeichnen. Buddha selber stellte folgende Klassifizierung auf. An allererster Stelle in der Rangordnung steht Buddha und seine Mönche. Und dann an zweiter Stelle kommen erst die Götter, die eben betrachtet werden als unerlöste und selber auch sterbliche Wesen. Und die dritte Klasse, das sind eben so die Durchschnittsmenschen im Buddhismus, die Laien. Jetzt wollen wir das beurteilen im Licht der Bibel. Die Bibel spricht darüber, dass ein einziger Gott, wahrer Gott, existiert. Und dieser ist ewig. Also nichts von sterblichen Göttern hat er an sich. In 2. Mose 3, Vers 14 nennt sich dieser Gott: Ich bin, der ich bin. Ehye asher ehye. Diesen hebräischen Ausdruck kann man, weil die hebräischen Zeitformen etwas ganz anderes sind als im Deutschen, auf 9 Arten korrekt übersetzen. Man kann nämlich übersetzen, ich bin, der ich bin, oder ich bin, der ich war, oder ich bin, der ich sein werde. Und man kann auch übersetzen, ich war, der ich war, ich war, der ich bin, ich war, der ich sein werde. Oder man kann auch übersetzen, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin, ich werde sein, der ich war. Und dann wird die Bedeutung nämlich klar. Er ist der ewig seiende, unwandelbare Gott. Ohne Anfang, ohne Ende. In Jesaja 42, 8 sagt dieser Gott, ich bin Jahwe. Das ist abgeleitet, dieser Name, von dem Ausdruck, ich bin. Ich bin Jahwe und diese Ehre gebe ich keinem anderen, auch nicht in geschnitzten Bildern. Jahwe kann man darum übersetzen als der Ewige. Er selber, dieser Gott, wird bezeichnet in seinem Wort als El Elyon, 1. Mose 14, 19. Das ist der Höchste. Über ihm ist niemand. Und ein solcher ewiger Gott wird im Buddhismus vollständig geleugnet. Nun, dazu passt Psalm 14, Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Was die späteren Entwicklungen im Buddhismus anbetrifft, mit Götter- und Bilderverehrung, da müssen wir verweisen auf die ersten zwei Gebote des Gesetzes.
Denn im ersten Gebot wird der Götzendienst verurteilt und im zweiten die Bilderverehrung. Der Buddhismus ist eine Religion ohne Gebet. Der klassische Buddhismus. Gebet spielt überhaupt keine Rolle, eben weil es auch gar nicht wichtig ist, irgendwelche Götter zu verehren. Aber die Bibel als das vornehmste Gebot nennt 5. Mose 6, Vers 5. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und die Anbetung wird gefordert in Vers 13 vom gleichen Kapitel. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Wir sehen, im Buddhismus werden Menschen an allerhöchster Stelle hingesetzt. Sie werden zwar nicht Götter genannt, denn Götter wären ja etwas niedriger als diese Wesen. Aber im Prinzip nehmen sie dadurch die Stellung Gottes ein. Und das entspricht der Lüge Satans, 1. Mose 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott. Nun, im Buddhismus steht ganz zentral die Selbsterlösung. Eben, sie ist nicht abhängig von irgendwelchen anderen Wesen oder Kräften. Es geht um eine Selbsterlösung. Buddha lehrte wie der Hinduismus die Reinkarnation. Dass man also immer wieder neu geboren wird. Ein ewiger Kreislauf, aus dem man ausbrechen müsse. Erlösung im Buddhismus heißt Selbstbefreiung des Menschen aus der leidvollen Existenz. Selbstbefreiung des Menschen aus der leidvollen Existenz. Und man geht davon aus, dass der Mensch die höchste moralische Vollkommenheit schon in diesem Leben auf Erden erreichen könne. Das zeigt schon auch etwas über das Menschenbild im Buddhismus. Und jetzt ganz wichtig, das Konzept, die Vorstellung, Erlösung durch Gnade, das ist dem Buddhisten ein Gräuel. Also das, was im Evangelium Grundlage ist für alle Erlösung, das ist für den Buddhisten etwas Abscheuliches. Das Ziel der Erlösung im Buddhismus ist das Nirvana. So heißt das auf Sanskrit. Sanskrit ist ja diese eigentlich älteste indische Sprache. Die älteste Form heißt Vedisch. Und Pali ist eine spätere Sprachstufe, da heißt das gleiche Nibbana. Aber wir merken, wie verwandt das ist. Sanskrit und Pali. Sanskrit ist so die typische Sprache des Hinduismus. Denn die wichtigen Schriften im Hinduismus sind auf Sanskrit abgefasst. Das ist nebenbei gesagt die komplizierteste indogermanische Sprache, die es gibt. Mit etwa 600, 700 verschiedenen Verbformen pro Verb. Ja, nun, ich sage das nur so nebenbei. Das haben ja die Inder nicht selber erfunden, die Sprache. Aber nach der Evolutionslehre müssten ja die Sprachen aus Urlauten auch mal entstanden sein. Nur komisch ist, dass man dauernd feststellt, dass gerade die ältesten Sprachen so besonders komplex aufgebaut sind, was die Formenlehre anbetrifft. Und nachher, Pali als spätere altindische Sprache ist dann schon einfacher und das moderne Hindi ist dann im Vergleich zu Sanskrit ganz einfach. Was die Formenlehre anbetrifft, ja? Gut, also nebenbei. Also Pali ist die typische Sprache für den Buddhismus. Nirvana oder Nibbana wird im Buddhismus anders als im Hinduismus so beschrieben. Es sei ein unbeschreibbarer Zustand der vollkommenen Leidenserlöstheit. Vollkommene Ruhe, in der jegliches Leben erloschen ist. Das ist das höchste Ziel.
Buddha hat es auch bezeichnet als ein Zustand jenseits von Sein und Nichtsein. Jenseits von Zeit und Nichtzeit. Also er hat gesagt, man könne nicht sagen, man sei dort, aber man könne auch nicht sagen, man sei nicht dort. Also dieses Denken in bewusste Denken in Paradoxen ist das sehr Typisches. Übrigens, das Wort Nirvana ist folgendermaßen zusammengesetzt. Nir, die Silbe Nir heißt aus. Va heißt wehen. Und Na als Anhängsel ist das Zeichen für ein Partizip passiv. Somit heißt das ausgeweht oder ausgelöscht. Das ist das Ziel. Den Buddhismus können wir bezeichnen als das radikalste System der Selbsterlösung, das es überhaupt gibt. Man geht dort davon aus, dass nur der Buddhismus die Erlösung habe. Keine andere Religion. Aber nach dem Buddhismus kommt aus dieser Sicht an Bedeutung der Hinduismus und danach das Christentum, der Islam und die anderen Religionen. Buddha hat folgende Gleichung aufgestellt. Leben gleich Leiden und Leiden gleich Leben. Dann versteht man natürlich, warum eben das Ziel ist, das ausgelöscht sein. Indem Leben dem Leiden gleichgesetzt wird. Und Buddha sagte, jede Hochstimmung, jedes Glücksgefühl trägt eigentlich schon in sich den Keim des Leidens. Also er war jeglicher Freude gegenüber, war er skeptisch, total skeptisch eingestellt, denn er sah das bereits als etwas mit dem Leiden verbunden. Ganz wichtig für den Buddhismus ist der Ausdruck Majjhima Patipada, der mittlere Weg, das ist so ein Kernwort des Buddhismus. In diesem mittleren Weg, da geht es um die Vermeidung der Extreme, von Lust auf der einen Seite und Selbstquälerei auf der anderen. Also beides sei negativ. Wer alles hinter sich lässt, um sich auf diesem Weg zu erlösen, den nennt man im Buddhismus ein Samana. Und wir haben gesehen, Buddha wurde eigentlich mit 29 Jahren ein Samana, der auf den Weg nach Wahrheit ging. Jetzt kommen wir zum Zentrum der gesamten buddhistischen Lehre. Das sind die vier edlen Wahrheiten. Darin ist gewissermaßen die ganze Summe des Buddhismus zusammengefasst. Diese vier edlen Wahrheiten soll Buddha in seiner Erleuchtung mitbekommen haben. Also ist das Ergebnis einer Erleuchtung das Zentrum, die Summe des Buddhismus. Die vier edlen Wahrheiten sind diese. Erstens, dies ist das Leiden. Und dieses Leiden, das ist eigentlich schon die Geburt. Aber es ist auch das Alter, der Tod. Aber auch das freudige Zusammensein mit Freude, mit Freunden, das ist bereits schon das Leiden. Aber auch wenn man von Freunden oder Lieben getrennt ist, das ist auch das Leiden. Zweiter Punkt, dies ist die Entstehung des Leidens. Das Leiden komme nämlich von daher, von dem Durst nach dem Werden. Also sieht man, wie existenzfeindlich dieses Denken ist. Der Durst nach Werden, der Durst nach dem Sein ist bereits die Ursache für das Leiden. Aber auch der Durst nach Vergehen ist auch schon die Ursache von Leiden. Man kann es machen, wie man will, ja? Dann überhaupt jegliche Begierde oder jegliche Wünsche, die man so hat, das führt letztlich zum Leiden. Freude, Leidenschaft, alles führt zum Leiden. Der dritte Punkt. Dies ist die Aufhebung des Leidens.
Und darunter verstand Buddha, dass man sich von diesem Durst nach dem Werden und so weiter abwenden solle. Sein Ziel war die völlige Leidenschaftslosigkeit. Ja, wie man da noch Kinder erziehen soll. Aber gut, das wusste er ja auch nicht mehr. Das machte seine Frau. Sein Ziel war Meditation betreiben. Das sollte zur Aufhebung des Leidens hinführen. Und nun der vierte Punkt fasst zusammen. Dies ist der Weg, der zur Aufhebung des Leidens führt. Und diesen Weg hat er beschrieben als der edle, achtfältige Pfad. Hier sind alle acht Punkte. Rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Überdenken, rechtes Sich-Versenken. Das sind die acht Punkte. Ich habe hier noch hingesetzt bei rechte Anschauung. Damit ist natürlich nicht irgendeine richtige Anschauung so gemeint, sondern ganz speziell die bedingungslose Anerkennung der vier edlen Wahrheiten. Das ist die rechte Anschauung. Dann kommen einige moralische Punkte, eben rechte Gesinnung, rechtes Reden, rechtes Tun und so weiter. Das führt eben auch dazu, dass Buddhisten sich gewaltig Mühe geben, immer freundlich, korrekt, wahrhaftig und so zu sein. Nach diesen moralischen Punkten haben wir siebtens rechtes Überdenken gehabt. Und damit ist gemeint etwas ganz Bestimmtes, nämlich ein Körperbewusstsein entwickeln. Und dies als Vorbereitung zur Meditation. Jetzt merken wir, wie oft in unserer Kultur und gerade in der Pädagogik, in der Schule, wird dem großes Gewicht beigemessen. Die Kinder sollen ein Körpergefühl entwickeln. Nun, wir wissen, wo das herkommt. Und das ist die Vorstufe im Buddhismus für die Meditation. Es geht ja nicht darum, dass wir ein gestörtes Verhältnis zum Körper haben sollen. Wir werden gleich sehen, dass die Bibel den Körper positiv sieht im Gegensatz zum Buddhismus. Der Körper ist eigentlich negativ gesehen im Buddhismus. Darum, ein richtiges Verhältnis zum Körper zu haben, das ist etwas anderes als eben dieses Körperbewusstsein entwickeln wollen, das letztlich zur Meditation führen sollte. Und dann der achte Punkt ist das rechte Sich-Versenken. Und damit ist die Meditation gemeint. Buddha sagte, dass er in seiner Meditation damals bei der Erleuchtung 9 Versenkungsstufen durchlaufen hätte, die dann in die totale Ekstase geführt haben. Also ein Zustand wie unter Drogen. Hier ist noch zu erwähnen, dass der Zen-Buddhismus, das ist ja eine buddhistische Entwicklung, besonders bedeutsam für Japan. Diese Richtung lässt die Teilpunkte 2 bis 6, das sind die moralischen Gebote, weg. Man staunt, ja, denken die, das ist nicht so wichtig. Nein, dort geht man davon aus, dass der Mensch in sich bereits göttliche Eigenschaften habe. Der Mensch ist an sich schon so gut, dass man sich gar nicht das so in den Vordergrund stellen soll. Jetzt wollen wir das im Licht der Bibel untersuchen. Die Bibel sagt, Selbsterlösung ist unmöglich. Dazu die klassische Stelle Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es wird ja manchmal verschieden übersetzt, aber diese Übersetzung ist besser als die von Luther und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Besser übersetzt man,
wie die Elberfelder und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, der Mensch ist moralisch verdorben, alle haben gesündigt, unterschiedslos, und können von sich aus nicht Gottes Herrlichkeit erreichen. Also der Mensch kann von sich her keine Brücke bauen zu Gott zurück. Dazu vielleicht noch eine Stelle aus Hesekiel. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf das ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Gott hat geschaut, gibt es jemand, der gewissermaßen den Riss zwischen Mensch und Gott überbrücken könnte? Und Gott suchte einen, aber er fand keinen. Der Mensch kann von sich aus keine Erlösung schaffen. Und wenn wir weitergehen in Römer 3, dann sehen wir, Erlösung ist nur durch Gnade auf der Grundlage des Opfers Christi möglich und muss durch persönlichen Glauben empfangen werden. Und zwar durch reuiges Sündenbekenntnis. Ich lese nochmals Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Und dann haben wir, wenn wir hier den Glauben haben und die Gnade, so haben wir in Apostelgeschichte 3, Vers 19 die reuige Umkehr. Petrus sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Buße tun, das griechische Wort bezeichnet ein innerliches, reuiges Umdenken. Nicht einfach intellektuell umdenken, sondern ein reuiges Umdenken. Und bekehren heißt 180 Grad sich umkehren zu Gott hin. Und noch 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun, wir sehen, wenn wir einem Buddhisten das Evangelium bringen, dann bringen wir etwas, das ihm im Grundsatz ein Gräuel ist. Also wir können das attraktiv und schmackhaft machen, aber im Grunde genommen ist es, die Sache an sich ist ihm ein Gräuel. Und das gilt ja im Prinzip für den Menschen schlechthin. Denn auch in unserer Gesellschaft, auch wer nicht buddhistisch orientiert ist, hat mit diesen Punkten Mühe. Ich bin ein Sünder vor Gott. Ich muss umkehren. Ich muss radikal brechen mit meiner Vergangenheit. Damit hat jeder Mensch Mühe. Da müssen wir uns klar sein, dass das Evangelium eigentlich nicht attraktiv ist für den gefallenen Menschen. In seiner Grundaussage. Aber wie können wir einem Buddhisten dann beweisen, dass er Erlösung nötig hat? Nun, wir müssen ihn unter das Gesetz stellen. Wir müssen ihn wirklich herausfordern, lebe nach den 10 Geboten. Und zwar so, wie das in der Bergpredigt erklärt ist, das Gebot, du sollst nicht töten, ist nicht erst dann gebrochen, wenn man jemanden umlegt, sondern bereits dann, wenn wir jemanden innerlich hassen oder ihm Schimpfwörter sagen. Und der Ehebruch ist nicht erst dann, das Verbot des Ehebruchs ist nicht erst dann übertreten, wenn es faktisch zum Ehebruch gekommen ist, sondern bereits, wenn das im Herz, in Gedanken geschieht. So müssen wir den Menschen unter das Gesetz stellen, denn das Gesetz wurde ja auch Israel damals gegeben, damit sie zur Überzeugung kommen, wir brauchen Erlösung.
Wir brauchen ein Opfer. Nun, der nächste Punkt auf dem Blatt. Aus der Bibel sehen wir, dass Leiden und Tod eine Folge des Sündenfalls ist. 1. Mose 3, Vers 16 bis 19. Wir haben gesehen, der Buddhismus setzt Leiden und das Sein an sich schon gleich. Also er kann gar nicht trennen zwischen einer Schöpfung, die ursprünglich vollkommen war und dann gefallen ist. Das ist dem Buddhisten gar nicht möglich. Aber die Bibel zeigt, das müssen wir trennen. Gott spricht zur Frau nach dem Fall: Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber soll über dich herrschen. Aber zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Das Leiden ist die Folge des Essens von der verbotenen Frucht, dem Baum der Erkenntnis. Also interessant, die Bibel zeigt uns, dass der Baum der Erkenntnis ist die Ursache des Leidens. Während Buddha meint, der Baum der Erkenntnis, das sei die Lösung für das Problem des Leidens. Das ist also ganz interessant, wie das so in Opposition steht. Also die Bibel zeigt uns, wir können davon ausgehen, ursprünglich war die Schöpfung vollkommen, ohne Leid und Tod. Und zwar voll von Freude und wahrem Genuss. 1. Mose 2, dort wird der Garten, den Gott gepflanzt hatte, bezeichnet als in Eden. Eden heißt auf Deutsch Ort der Wonne. Also der Freude, des Jubels, das ist nicht der Keim des Leidens. Gott will für den Menschen die Freude, das Glück. Die himmlische Herrlichkeit in der Zukunft ist nach der Bibel eine ewige, bewusste und freudige Gemeinschaft mit Gott. Dazu lese ich aus Johannes 14, wo der Herr Jesus am Vorabend vor der Kreuzigung, als die Schatten von Golgatha auf ihn gefallen waren, sagte: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Nicht Auflösung der Person, nicht die Zerstörung der Individualität, sondern die Individualität bleibt erhalten in Gemeinschaft mit Gott. Auf das, wo ich bin, im Griechischen sogar betont, wir können das unterstreichen, wo ich bin, auch ihr seid. Das Ich und das Ihr ist im Grundtext betont. Also die Erhaltung der Individualität in der Gemeinschaft mit Gott als Gegenüber. Dazu noch eine Stelle, Offenbarung 22, 4, um nochmals das Gegenüber der Gemeinschaft zu betonen. Dort heißt es von der Ewigkeit: Und sie werden sein Angesicht sehen. Also das ewige Schauen des Angesichts Gottes, das ist Gemeinschaft mit Gott. Und ich möchte noch erwähnen, Jesaja 51, 11, da geht es um das tausendjährige Reich, das aber schon der Vorgeschmack ist der Ewigkeit. Jesaja 51, Vers 11,
Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Ewige Freude. Im Buddhismus ist Freude an sich schon negativ. Aber das Ziel des Erlösten nach der Bibel ist ewige Freude. Und dazu noch Psalm 5, je nach Verszählung 10 oder 11. So werden sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig werden sie jubeln und du wirst sie beschirmen. Und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben. Also krassere Gegensätze gibt es nicht als das. Nun, das können wir dem Buddhisten als Kontrast hinstellen. Unser Ziel ist nicht das ausgelöscht werden, sondern die Erhaltung der Individualität in der Gemeinschaft mit Gott. Ewige Freude. Und im Grunde genommen steckt ja das in jedem Menschen drin, die Sehnsucht nach Freude. Darum gibt es in unserer Gesellschaft so viel Betrieb. Das ist nicht, weil sie gerne ausgelöscht wären, sondern der Mensch hat einen Drang nach Freude. Und das können wir ganz positiv vorstellen. Was ist die Zukunft des Christen im Gegensatz zum Nirvana? Nächster Punkt. Die Bibel zeigt uns, dass Erlösung durch höhere Erkenntnis Verführung ist. Und da lese ich aus 1. Timotheus 6, Vers 20. Im ersten Jahrhundert gab es ja die Bewegung der Gnosis. Gnosis heißt Erkenntnis. Und die ist ins Christentum hineingedrungen und hat das Christentum schon im ersten Jahrhundert unterwandert. In der Gnosis haben wir viele Gedanken, die verwandt sind mit östlichen Religionen, wie Hinduismus und Buddhismus. Kommt aber von den alten Griechen her, die selber natürlich auch in der alten Welt schon Kontakt hatten bis nach Indien. Das muss man sich schon im Klaren sein. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Kenntnis oder Erkenntnis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis lehrte Erlösung durch höhere Erkenntnis. Und zwar nicht einfach intellektuelle Kenntnis, sondern mystische Erkenntnis. Also aufsteigen auf mystischem Weg, so Gott näher kommen. Das wird hier ganz klar als betrügischer Erlösungsweg hingestellt. Denn es widerspiegelt die Lüge Satans, der göttliche Erkenntnis als das Höchste hinstellt in 1. Mose 3, 5 bis 6. Ihr werdet erkennen, Gutes und Böses, wie Gott. Ihr werdet also sein wie Gott in der Erkenntnis. Das Neue Testament lehrt etwas ganz anderes. 14 Mal ruft das Neue Testament mit dem Befehl, wachen zur Nüchternheit auf. Ich habe eine Stelle angegeben, Matthäus 26, 41. 14 Mal wachet. Das ist etwas ganz anderes als sich versenken in Meditation. 11 Mal findet sich der Aufruf zur Nüchternheit. Zum Beispiel 2. Timotheus 4, 4, da steht das Verb nepho, das im Standardwörterbuch von Walter Bauer zum Neuen Testament definiert wird als Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Nun, da sehen wir, wie ganz deutlich das Neue Testament jegliche Mystik, wie sie im Buddhismus und eben auch in vielen anderen Strömungen und heute eben auch christlichen Strömungen vertreten wird, ganz radikal ablehnt.
Das ist ein Irrweg. Der Heilige Geist selber ist nach 2. Timotheus 1, Vers 7 ein Geist der Selbstbeherrschung. Das heißt dort, wir haben nicht einen Geist, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort Besonnenheit, Sophronismos heißt Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt uns Menschen zur Besonnenheit, zum nüchternen Denken, zur Selbstbeherrschung. Da, wo der Mensch in Ekstase, in Mystik die Kontrolle verliert über sich, da ist er ganz klar auf dem Irrweg. Und ich schließe vor der Pause noch mit dem Absolutheitsanspruch des Christentums, der im Gegensatz zu diesem Hoheitsanspruch des Buddhismus steht. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg mit bestimmtem Artikel, die Wahrheit und das Leben. Und die Apostel Petrus und Johannes haben bezeugt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. So, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Wir kommen jetzt zu den Grundanschauungen im Buddhismus. Und da finden wir einiges, was wir schon im Hinduismus besprochen haben. Der Begriff Dharma, das Weltgesetz, spielt auch hier eine wichtige Rolle. Unter dem Weltgesetz versteht man die kosmische Ordnung, der unsere Welt unterliegt. Und im Buddhismus wird, wie im Hinduismus, die Weltkraft dieses Gesetzes als ewig betrachtet. Wichtig, das Dharma hat aber nichts zu tun mit Gott oder irgendeinem Gott. Aber die Götter im Buddhismus sind diesem Weltgesetz selber unterworfen. Ein weiterer Begriff, den wir schon vom Hinduismus eher kennen, Karma. Das ist das Gesetz der Vergeltung für das, was der Mensch tut. Es ist ein selbstmächtiges Schicksal, das wiederum nichts mit einem Gott zu tun hat. Auch die Götter sind diesem Karma unterworfen im Buddhismus. Dritter Begriff, Sansara, das ist der Kreislauf der Geburten. Ein gutes Leben bringe ein besseres zukünftiges Leben, aber keine Erlösung. Darum wird dieser Sansara, dieser Kreislauf, wird als Weg des Leidens betrachtet, aus dem es auszubrechen gelte. Die Erlösung nach dem Buddhismus komme nur durch Verinnerlichung der vier edlen Wahrheiten Buddhas. Sonst gibt es keine Möglichkeit, da auszubrechen. Der Buddhismus sieht die Welt als eine ewige Welt. Und zwar eine anfangs- und endlose Reihe von Weltentstehungen und Weltuntergängen, die ineinander überfließen. Im Buddhismus gibt es keinen Raum für einen Schöpfungsbericht. Dazu kommt die Vorstellung, dass der Kosmos in unzählige Einzelwelten aufgeteilt sei. Und diese Einzelwelten werden im Aufbau so gesehen. Es gibt drei Regionen. Die erste untere Region ist die Region der Sinnenlust. Die ist selber wieder aufgeteilt. Unten ist das Höllendasein, in der Mitte die Erde, oben der Himmel mit Göttern. Und darüber kommt zweitens die mittlere Region, wo die höheren Götter sich befinden.
Und wieder darüber, drittens, die obere Region der Nichtformen. Dort seien die erhabenen, körperlosen Götter. Jetzt sieht man auch hier wieder die Verachtung der Materie und des Körperlichen. Ja? Man merkt, je weiter hinauf es geht, desto entmaterialisierter wird es. Da sehen wir, wenn auch im Buddhismus und auch so in den heutigen Denkströmungen hier viel über Körpergefühl und Körper gesprochen wird, im Grunde genommen sind das ja körperfeindliche Ideologien und Religionen. Im Buddhismus geht man davon aus, dass es viele Buddhas gegeben hat. Und ein zukünftiger wird noch erwartet. Diesen zukünftigen Buddha nennt man Maitreya. Diesen Ausdruck kennt man vielleicht vom New Age her. Denn die New Age-Bewegung hat diesen Begriff aus dem Buddhismus übernommen und sagt, mit 1997 sei das neue Zeitalter dieses neuen Maitreya angebrochen. Aber wichtig ist noch, der Maitreya im New Age ist nicht derselbe wie der im Buddhismus. Diese Buddhas seien Wesen aus dieser dritten oberen Region der Nichtformen. Die kämen eben von Zeit zu Zeit und jeder bringt dann wieder ein neues Zeitalter. Im Buddhismus ist man jetzt immer noch im Zeitalter von Buddha, diesem Gautama Siddhartha. Diese Buddhas, die kommen herab nach dieser Lehre aus der dritten Region in das Gefängnis der Welt, um hier eben etwas über Erlösung zu sagen. Aber da sieht man auch wieder diese negative Weltsicht, das Dasein hier sei ein Gefängnis. Und eine weitere Grundanschauung ist die religiöse Atomlehre im Buddhismus. Buddha lehrte, alles Wahrnehmbare sei aus kleinen Partikeln, die sich ständig bewegen, zusammengesetzt. Eigenartige Idee, nicht wahr? Aber man findet das ja auch schon bei den alten Griechen, findet man diese Idee von einer Atomlehre. Und Buddha lehrte, deshalb könne nichts zu zwei verschiedenen Zeitpunkten genau gleich sein. Weil die Zusammensetzung dieser Daseinsfaktoren, dieser Atome, dauernd ändere. Ein solcher Daseinsfaktor oder ein solches Atom wird im Buddhismus Dhamma genannt. Das kommt von einem Verb Dham, das heißt tragen. Also die Dhamma sind gewissermaßen die tragenden Teilchen des Daseins. Buddha hat dann die Dhamma des Menschen in 5 Gruppen eingeteilt. Also erstens das Körperliche ist zusammengesetzt aus solchen Atomen, Dhammas. Aber zweitens auch der Bereich der zweiten Gruppe der Gefühle und Empfindungen. Drittens kommt die Gruppe des Unterscheidungsvermögens und der Wahrnehmungen. Viertens die Triebkräfte und Willenskräfte. Und die 5. Gruppe von Dhammas ist der Bereich des Bewusstseins, der Erkenntnisfähigkeit. Man sieht, Buddha war eigentlich eine Art Tiefenpsycholog. Und hat sich selber so untersucht und diese Unterscheidungen an sich vorgenommen. Weiter ist wichtig die Vorstellung, nicht der Mensch denke und handle, sondern es denke und handle im Menschen. Hier wird der Begriff aus dem Hinduismus, der Begriff des Atman, abgelehnt. Atman haben wir ja kennengelernt beim Hinduismus als die Seele im Menschen, die eigentlich von gleicher Natur sei wie Brahman, der Weltgeist.
Das wird hier abgelehnt. Und da finden wir also im Buddhismus, innerhalb des Buddhismus, eine klare Absetzung gegen den Hinduismus. Und der Buddhismus lehnt auch ab die Existenz der Seele. Der Mensch hat keine Seele. Eben, er besteht nur aus solchen Daseinsfaktoren, Atomen. Nach dem Tod falle der Mensch auseinander. Alle diese Daseinsfaktoren fallen auseinander. Durch das Karma werde eine ganz neue und andersartige Existenz in der Reinkarnation zusammengesetzt. Also da ist die Kontinuität der Individualität, die Fortführung dessen, was der Mensch ist, ist da gar nicht garantiert. Es gibt einfach eine Neuzusammensetzung, aber die ist dann erst noch nicht mehr gleich wie vorher. Auf der höchsten Stufe, dem Nirvana, da sollen diese Daseinsfaktoren dann ins Nichts zerfallen. Sollen wir das von der Bibel hier anschauen? Also, ein Buddhist denkt nicht darüber nach, wie ist die Welt entstanden. Und so ist es ganz wichtig, dass wir in einem solchen Fall eben die Thematik der Erschaffung der Welt hineinbringen. Das ist ein Punkt, der muss zuerst geklärt werden. Gott hat nach der Bibel im Anfang alle Dinge sehr gut erschaffen. 1. Mose 1. Nebenbei gesagt, die Evolutionslehre von Darwin, aufgebracht 1859 mit seinem Buch Die Entstehung der Arten, hat ja bei manchen Intellektuellen auf Echo gestoßen. Aber die Allgemeinheit, die Gesellschaft, lehnte das damals ab. Und das ging noch bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts hinein. Im Westen gab es viel Widerstand gegen die Evolutionslehre, bis sie dann schließlich in unserer Zeit zur Selbstverständlichkeit durchgedrungen ist. Auch im Schulunterricht. Nun, wenn man das vergleicht mit Asien, da ist ja die Evolutionslehre auch hingekommen. Und dort gab es keinen Widerstand. Die ist sofort akzeptiert, integriert worden. Und zwar ist das eben für einen Buddhisten der Gedanke, dass sich die Welten so irgendwie selber hinaufentwickeln, das liegt völlig in seinem Denken drin. Auch im Hinduismus ist ja alles göttlich im Hinduismus. Also, dass sich das irgendwie die Materie selber organisieren kann, kein Problem. Also, die Evolutionslehre wurde sehr schnell rezipiert, angenommen. Und das wirkt sich heute in der Mission nachhaltig negativ aus, weil Leute aus diesen Religionen, die Schule gemacht haben und diese Dinge gelernt haben, die betrachten die Evolutionslehre als einen Beweis für ihre östlichen Religionen. Also da muss man wirklich dort wieder einsetzen, das Thema der Schöpfergott ist eine Basis, bevor wir über den Erlösergott sprechen können. Denn wer nicht glaubt, ich bin von Gott erschaffen und ich bin ihm gegenüber verantwortlich und seinen Geboten, der hat auch kein Erlösungsbedürfnis, wie das Voraussetzung ist für eine Bekehrung. Also wir müssen auch erklären, ja, schau mal, wenn wir in die Natur schauen, sich selber überlassen, zerfällt alles. Alles geht von Ordnung nach Unordnung. Wir sehen nicht in der Natur die Entwicklung, sich selber überlassen von Unordnung nach immer höherer Ordnung. Selbst in der Genetik hat man nie durch Mutation eine höhere Stufe gesehen. Nie ist durch Mutation je ein völlig neue, höhere Struktur entstanden. Es gibt kein Beispiel in der Biologie. Und so kann man sagen, ja, schau, die Natur hat gar nicht die Kräfte in sich, sich zu organisieren. Wer steht dahinter? Und so können wir auf den Schöpfergott, der all die Ordnung und auch des Weltalls geschaffen hat, hinweisen. Kolosser 1, Vers 16 zeigt sogar, dass der Sohn Gottes der Ausführende war, der die Schöpfung gemacht hat. Daraus folgt, die Materie ist daher nicht schlecht. Sie ist gut.
Zweiter Punkt, durch Jesus Christus wird die ganze Materie des Weltalls zusammengehalten. Nicht durch ein anonymes Weltgesetz, durch ein Dharma. Kolosser 1, Vers 17. In Vers 16 wird gesagt, dass Jesus Christus alles erschaffen hat. Darum hat er den ersten Platz vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene, der Vornehmste. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde. Die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und jetzt Vers 17. Und er ist vor allen. Nicht er war oder wurde vor allen. Er ist vor allen. Er ist der Ewigseiende. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder man kann übersetzen, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also er ist die Kraft, die letztlich die ganze Materie und alle Atome zusammenhält. Ein gewaltiger Gedanke. Denn auch damals, als er als Mensch auf die Erde kam und Maria dieses kleine Kind auf den Armen getragen hat, da hat er ihr die Kraft gegeben, um ihn überhaupt zu tragen. Und selbst als er am Kreuz war, hat er als der Sohn Gottes alles zusammengehalten. Er hat den Nägeln und dem Holz die Kraft gegeben, ihn zu tragen. Das ist ein ganz gewaltiger Gedanke. Alles wird durch ihn zusammengehalten. Alles hängt von Gottes Hand ab. In Daniel 5, 23 sagt der Prophet zu Belsazar, dass Gott seinen Atem, seinen Odem in seiner Hand hält. Also Gott hat unser Lebensatem in der Hand und wenn er ihn loslässt, dann sterben wir. Dritter Punkt, Hebräer 9, Vers 27, ganz zentral in der Auseinandersetzung mit östlichen Religionen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, nicht zwei und tausendmal. Das ist das Grundprinzip. Unser Schicksal ist in Gottes Hand und hängt nicht von einem früheren Leben ab. Als die Jünger wissen wollten, ob der Blindgeborene, ob er gesündigt hätte oder seinen Eltern, sagte Herr Jesus, weder er noch seine Eltern. Gut, sie glaubten nicht an Reinkarnation, sondern es war eine Frage wegen der Lehre der Rabbis, die sagten, ein Kind im Mutterleib, das bei dem der böse Trieb überwiegt, das kommt abnormal auf die Welt. Und ein Kind, bei dem der gute Trieb überwiegt, kommt gesund auf die Welt. Und so waren diese Eltern unter einer doppelten Belastung damals mit diesem Kind. Und der Herr Jesus sagt, nein, es hat nichts zu tun. Aber wenn er sagt, auch vorgeburtlich war nicht Schuld da, dann auch nicht in einem früheren Leben. Und nach Römer 8, 29 bis 30 sehen wir, dort ist die goldene Kette beschrieben, wie die Reformatoren das genannt haben. Gezeigt wird, wie Gott hat die Gläubigen zuvor erkannt und wegen seiner Vorkenntnis konnte er sie zuvor bestimmen. Und wegen dieser Zuvorbestimmung hat er sie schließlich berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie dann gerechtfertigt und dann wird auch noch die Verherrlichung hingefügt. Also nicht blindem Zufall anvertraut, sondern Gegenstände des göttlichen Planes schon vor Erschaffung der Welt. In Verbindung mit dem Rad, mit dem Kreislauf, habe ich schon beim Hinduismus verwiesen auf Jakobus 3, Vers 6, wo wörtlich über das Rad der Natur gesprochen wird. Es wird dann übersetzt oft mit Lauf der Natur, das ist korrekt, aber ganz wörtlich steht das Rad der Natur. Denn die Welt läuft ja in Kreisen ab. Wenn wir denken an die Monate, an die Jahreszeiten, an Tag und Nacht und so weiter. Gerade in Prediger 1, 4 bis 11 werden noch weitere solche Zyklen
Auch der Windzyklus und der Wasserzyklus wird beschrieben. Von diesen Beobachtungen her kommt ja dann auch die Überlegung mit den Wiedergeburten, dass auch das eben in Kreisform verläuft. Nun, in Hesekiel 1 wird der Thron Gottes beschrieben, der auf einem Wagen ist mit Rädern. Und der Thron Gottes ist dynamisch und fährt immer vorwärts. Diese Räder drehen, aber sie bleiben nicht an Ort. Und das bedeutet, Gott führt durch die Kreisläufe der Natur und des Jahres hin auf ein Endziel. Die Bibel lehrt eine lineare Heilsgeschichte. Es gibt da zwar dynamische Zyklen, den Jahreszyklus, Tageszyklus, aber das bleibt nicht an Ort, wie in den östlichen Religionen, nicht sinnlos, sondern geht hin auf Gottes Endziel der Heilsgeschichte. Und darum, in den östlichen Menschen aus den östlichen Kulturkreisen, die haben Mühe, die Geschichte auf einer Linie sich vorzustellen, wie wir das in der Schule gelernt haben. Aber wir haben nicht Mühe, weil dieses Denken kommt aus der Bibel. Dass die Geschichte linear verläuft, aber in der Schule lernt man nicht mehr, dass die Geschichte ein Ziel hat. Das ist in dem Sinn eine sinnlose Linie geworden. Aber die Bibel zeigt uns, es gibt ein Ziel. Das Reich Gottes und die Ewigkeit. Mit neuem Himmel und neuer Erde. Ein weiterer Punkt: Der einzelne Mensch ist nach der Bibel eine wirkliche Person, die in alle Ewigkeit als Identität existiert. Das sehen wir schon in Lukas 16, 19 bis 31. Lazarus, der arme Lazarus, stirbt und kommt in den Schoß Abrahams. Ein rabbinischer Ausdruck für das Paradies. Und der reiche Mann stirbt und kommt ins Totenreich an den Ort der Qual. Aber er ist bei vollem Bewusstsein, seine Identität bleibt erhalten, auch nach dem Tod. Er kann sogar sprechen. Er spricht dort mit Abraham. Seine Identität ist auch erhalten. Denn in Matthäus 8, Vers 11 spricht der Herr Jesus, wie dann in der Zukunft im Reich Gottes, im tausendjährigen Reich, da wird Abraham, Isaak und Jakob kommen und sie werden mit den Menschen im Reich zusammen essen. Also, die Identität dieser Patriarchen bleibt erhalten. Oder Matthäus 17, 3, auf dem Berg der Verklärung, da kamen Elia und Mose. Mose war gestorben, aber seine Identität ist klar erhalten. Der Buddhismus leugnet den Menschen als eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Das, was wir gerade in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 klar gelehrt bekommen. Geist, Seele und Körper. Alles ist von Gott, alles ist als Schöpfungswerk Gottes gut. Sehr gut. Jetzt kommen wir zum Thema moralisches Handeln. Ich habe schon erklärt, dass Buddhisten sehr viel Wert legen auf korrektes, freundliches Handeln, auf moralischen Umgang. Zum Beispiel, buddhistische Mönche werden ausgeschlossen, wenn sie Unzucht begehen oder sonst schwere Vergehungen. Nun aber müssen wir doch sehen, abgrundtiefe Differenzen bestehen zwischen Buddhismus und biblischem Christentum. Der Buddhismus sagt nämlich, es gebe keine Grenze zwischen Mensch und Tier. Auch Tiere sollen bewusst und sittlich handeln können. Ist einfach eine Zusammensetzung der Dhamma, der Daseinsfaktoren auf einer anderen Ebene, oder? Es gibt keine prinzipielle Trennung zwischen Mensch und Tier. Auch da verstehen wir, dass ein Buddhist die Evolutionslehre viel schneller akzeptiert als jemand, der vom christlichen Denken her geprägt worden war. Und jetzt ganz wichtig, es gebe keine Scheidung nach Rassen, Herkunft und Kaste.
das ist ein deutlicher Bruch mit dem Hinduismus. Denn der Glaube an die göttliche Ordnung der Kasten ist Bedingung, um Hinduist zu sein. Das kann man nicht umgehen. Drum, ein Westler kann gar kein richtiger Hindu werden, denn der bleibt immer kastenlos. Und das sind die Unberührbaren, das sind die Grausigsten. Der Hinduismus ist in dem Sinn eine regionale Religion. Und beim Buddhismus sehen wir, das ist eine Religion mit weltweitem Anspruch. Und darum wird der Rassen- und Herkunfts- und Kastenunterschied vernachlässigt gegenüber dem Hinduismus. Es geht einfach bei den Menschen, bei den Lebewesen nur um die moralischen Qualitäten. Aber es ist wichtig, Moral ist hier im Buddhismus Selbstzweck. Und gut wird so definiert. Gut sei, was zur Erlösung hinführt, böse, was von ihr wegführt. Und das führt letztlich zu einer individualistischen Gesinnungsethik. Es muss für meinen Erlösungsweg muss alles stimmen. Und wenn da mir was in die Quere kommt, dann eben die Prioritäten sind gesetzt. Es geht auch hier um einen Erlösungsegoismus. Denn zuerst muss man einfach mal bedacht sein auf seine eigene Erlösung und nicht die des Nächsten. Erlösungsegoismus. Sehr ausgeprägt sogar. Im Licht der Bibel. Der Mensch ist nach der Bibel im Gegensatz zum Tier im Bild Gottes erschaffen worden. 1. Mose 1, 27. Und dort als moralisch verantwortliches Wesen. In 1. Mose 2, 16 bis 17 gibt Gott dem Adam Gebote. Und er sagt ihm, von allen Bäumen darfst du essen, aber von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Der Mensch ist als moralisch verantwortliches Wesen geschaffen, im Gegensatz zum Tier. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die soll und muss die Triebfeder für alles moralische Handeln sein. Ich lese aus Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Und gerade noch Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. In Vers 21 haben wir, wer meine Gebote hält, Vers 23, wer mein Wort hält. Also der objektive Maßstab für Moral und Ethik sind die Gebote Gottes, beziehungsweise das Wort Gottes. Es ist also nicht subjektiv, was ist gut, was ist böse, sondern objektiv durch die Gebote Gottes in seinem Wort vorgegeben. Die Liebe zu Gott ist der Anlass, um moralisch zu handeln. Nicht, weil man denkt, dadurch kann ich mir irgendetwas verdienen, sondern es ist die Liebe zu Gott. Römer 13, 8 bis 10 zeigt ferner, die Liebe zum Nächsten ist Motiv für moralisches Handeln nach der Bibel. Römer 13, 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Also die beiden höchsten Gebote des Alten Testamentes, der Tora, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst,
die werden im Neuen Testament sogar auf höhere Ordnung zur Vollendung gebracht. Jetzt wollen wir noch kurz sehen, so überblicksmäßig, was sind eigentlich die Übereinstimmungen zwischen Buddhismus und Hinduismus und ferner, worin liegen die Gegensätze? Denn wenn man sich nicht mit diesen Religionen beschäftigt, dann denkt man, sie sind ja ungefähr irgendwie etwas sehr Ähnliches. Das ist so, sie sind ähnlich und trotzdem sind gewaltige Unterschiede da. Übereinstimmungen sind zunächst in der Vorstellung, dass die Welt ein ewiger Kreislauf sei. Zweitens, der Glaube an das Karma, das Vergeltungsgesetz, das dann entscheidet über die nächste Wiedergeburt. Dann der Begriff des Sansara, das Rad der Wiedergeburten. Das Ziel ist das gleiche, Ausbrechen aus dem Geburtenkreislauf. Aber der Weg dahin wird verschieden gesehen. Und ein weiterer Punkt, die Anerkennung des Dharma, dieses kosmischen Weltgesetzes. Nun, die Gegensätze sind folgende, die wichtigen Gegensätze. Buddha lehrte die Seelenlosigkeit. Und er lehnte den Begriff, den hinduistischen Begriff des Atman ab. Diese göttliche Seele im Einzelnen, die Teil sei der Weltseele. Das Nirvana, die Vorstellung des Nirvanas, ist nicht identisch im Buddhismus und im Hinduismus. Im Hinduismus ist das Einswerden mit dem Weltgeist, mit Brahman. Im Nirvana des Buddhismus sieht das ganz anders aus. Das haben wir gesehen. Buddha lehnte die Vorrangstellung der Brahmanen ab. Also diese ganz hohen Leute im Hinduismus, die waren ihm ein Dorn im Auge. Und darum lehnte sie gerade massiv ab in ihrer Vorrangstellung. Weiter, die Veden, die ältesten hinduistischen Schriften, und die Upanishaden, etwas spätere Schriften, seien nach Buddha für die Erlösung nicht notwendig. Das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt, denn um ein Hindu zu sein, muss man diese Schriften anerkennen als göttlich. Also dort macht er auch einen Bruch mit dem Hinduismus. Ebenso der nächste Punkt, das Kastensystem ist nach Buddha nur ein menschliches System und damit belanglos für die Erlösung. Während im Hinduismus jemand, der das Kastensystem in Frage stellt, ist kein Hindu mehr. Dort wird der Bruch auch vollzogen. Dann vom Charakter her oder vom Selbstbild her, der Buddhismus wird betrachtet als gestiftete Religion, eben durch Siddhartha Gautama. Der Hinduismus selber betrachtet sich aber als eine ewige Religion ohne Stifter. Das ist ihr Selbstbild, ihre Vorstellung. Beim Hinduismus habe ich mehr als einmal den Hinweis bekommen, woher habe ich eigentlich all das Material und ich soll doch Quellen angeben. Jetzt habe ich das da ein bisschen verwirklicht. Also die Beschreibung des Buddhismus geht eigentlich zurück auf die Buddhismusvorlesungen an der STH Basel von Klaus Hoppenwort. Bei dem habe ich auch in Buddhismus abgeschlossen und Hinduismus, Islam und animistische Religionen. Also Klaus Hoppenwort ist ein Religionswissenschaftler und hat im Hauptfach Buddhismus studiert. Aber ein Christ, ein überzeugter Christ. Und weiter ist sehr empfehlenswert, leider auf Französisch, von Nicole, Précis d'Histoire des Religions. Nicole unterrichtet Religionsgeschichte an einer theologischen Schule in Paris und ist eine sehr gute, relativ
sehr kurze Zusammenfassung von all diesen Hauptreligionen, unter anderem Buddhismus auf den Seiten 124 bis 136. Natürlich gibt es noch viele andere Bücher, aber das wären so zwei gute Quellen. Ja, ich denke, jetzt haben wir noch einige Zeit. Bis Viertel nach gibt es Fragen. Da hinten kommt schon. Gerade so Stellenlage möchte ich fragen, wo war für Sie? Ja, eben der Pali-Kanon umfasst ein breites Schriftgut im Buddhismus, das in drei Hauptgruppen zerfällt. Und der Pali-Kanon geht zurück auf etwa 1. Jahrhundert nach Christus. Also das ist so gewissermaßen der wesentliche Grundstock. Aber es hat sich natürlich eine weitere riesige Literatur entwickelt in der weiteren Zeit. Und dadurch, dass es zu so viel Sektenbildung gekommen ist im Buddhismus, gibt es natürlich auch alle möglichen Richtungen. Aber der Pali-Kanon repräsentiert gewissermaßen das ursprüngliche oder ursprünglichste Bild des Buddhismus. Ja? Warum er mit einem Riesenbauch dargestellt wird? Ja, das drückt gewissermaßen drückt das ja seine Weltabgeschiedenheit aus. So die Gemütlichkeit in dem Sinn eben fern von Überschwang und eben gewissermaßen dieser mittlere Weg. Natürlich könnte man sagen, wenn man den mittleren Weg geht, dann ist man viel magerer, oder? Aber ich stelle mir das so vor, dass es gewissermaßen diese gemütliche in sich selbst Genügsamkeit so zum Ausdruck bringen soll. Aber es gibt Richtungen, die lehnen das ja ab, solche Buddha-Figuren. Es gibt zum Beispiel auch Orte, wo man nur so einen Sessel ohne Mensch drauf darstellt. Da zeigt sich auch schon das schlechte Gewissen im Blick auf Bildverehrung. Es ist ganz interessant, dass man das selbst im Heidentum, dieses schlechte Gewissen, finden kann. Weiter? Ja? Ach so, Sie denken wegen dem Es. Also ich habe ja gesagt, der nach dem Buddhismus nicht der Mensch denkt, sondern es denkt. Ja, ich wiederhole. Also die Frage bezog sich auf eine Bemerkung. Buddha hat gelehrt, dass gewissermaßen nicht der Mensch denkt, sondern es denkt in ihm. Im Zusammenhang mit diesen Daseinsfaktoren. Nun, die Frage ist, hat das irgendwie etwas zu tun mit der modernen Psychologie? Ja, das tönt fast so, weil in der Freud'schen Psychologie kennt man ja den Begriff des Über-Ich und des Es, ja. Aber das ist nicht gar nicht das Gleiche, sondern es geht im Hinduismus darum, dass der Mensch an sich eben nicht eine individuelle Persönlichkeit ist, sondern lediglich eine Zusammensetzung aus Daseinsfaktoren ohne Seele. Also der Buddhismus fasst gar nicht, was eigentlich das Gewaltige am Menschen ist, diese individuelle Persönlichkeit, wie Gott uns geschaffen hat. Das wird eben als ein Produkt von einzelnen Faktoren betrachtet. Aber wenn man auch nicht die direkte Beziehung zur freudischen Psychologie ziehen kann, so ist es doch eine Tatsache, wenn man dem nachgeht, dann stellt man schließlich fest, es gibt keine Religion, es gibt keine Philosophie, die ein richtiges, angemessenes Bild der Person des Menschen entwickeln kann. Und das kommt daher, denn der Wert unserer Person resultiert aus der Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, mit dem ewigen persönlichen Gott. Erst in der Begegnung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, realisieren wir eigentlich, wer wir als Person sind. Also erst in dieser Begegnung, erst in dieser Beziehung bekommen wir als Menschen überhaupt einen Wert.
Und das ist ein wichtiges Thema, denn in der heutigen Kultur, im heutigen Zeitgeist ist es ja anders. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen hier im Westen oft Gewissensfragen gehabt. Wie kann ich mit meiner Schuld fertig werden? Wie kann ich Vergebung haben? Das interessiert im Allgemeinen die Leute heute nicht mehr. Sondern die Leute interessiert heute, wer bin ich, was bin ich wert? Und das hängt letztlich zusammen auch mit der ganzen Evolutionslehre, auch unbewusst. Ja, wenn wir nur einfach das Produkt sind, vom Zufall immer höher entwickelt, was ist dann der Mensch schon? Wir sind ja eigentlich nur höher organisierte Materie. Und da sind wir eigentlich schon wieder ganz nah bei der Vorstellung des Buddhismus. Wir sind einfach eine Zusammensetzung von Atomen auf einer höheren Ebene. Aber wer bin ich? Was bin ich eigentlich wert? Gerade vor kurzem hat mir jemand, der sich noch nicht so lange bekehrt hat, aus einem völlig unchristlichen Hintergrund heraus gesagt, er sei durch die Evolutionslehre in eine totale Sinnkrise gekommen. Und dann habe ich es versucht mit Okkultismus, darüber lesen. Ich habe nichts gemacht. Aber das hätte ihn derart in Angst hineingebracht. Und schließlich aus dieser Angst heraus hat er Zuflucht bei Gott gesucht. Und hat seine Schuld bekannt, hat noch nie etwas gehört, war nie eine Evangelisation. Aber hat sich gesagt, wenn mir jemand vergeben kann, dann ist es Gott. Und so ist er zum Glauben gekommen. Und dadurch hatte er eben Ausweg gefunden aus dieser Sinnkrise. Denn erst in der Begegnung mit dem persönlichen, ewigen Gott bekommt unsere Person als solche wieder Wert und Bedeutung. Und das ist eine wichtige Botschaft, die wir weitergeben können. Und es ist so persönlich, wenn man denkt, Jesaja 43. Da braucht man überhaupt keine Probleme mehr zu haben mit wer bin ich, was bin ich wert. Wenn man das so für sich in Anspruch nimmt, Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und dann Vers 4, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Und so weiter. Das zeigt doch, wie der einzelne Mensch, der zu dem ewigen Gott der Bibel kommt, was er wert ist. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott meint unsere Individualität, unsere Persönlichkeit. Und die löscht er nicht aus, sondern das bleibt in alle Ewigkeit. Das ist so etwas Gewaltiges. Ja, weitere Fragen? Hier. Eine Frage zum Manuskript. Im ersten Absatz auf 2 oder 3, ganz am Anfang, steht und dann der drittunterste Abschnitt. Buddha wurde mit 29 Jahren ein solcher Brahmana. Also zweimal die 10. Also mit 29 Jahren ist der Sohn geboren und dann verließ er die Familie. Er wurde ein Wahrheitssuchender, also ein Samana im buddhistischen Sinn. Aber die Erleuchtung selber, die kam erst später, eben mit etwa 36 Jahren. Also das war die Wahrheitssuche während 7 Jahren und dann mit der Erleuchtung meinte er das Ziel erreicht zu haben. Also effektiv, er wurde ein Wahrheitssucher in dem Moment, wo seine Frau ihn ganz besonders nötig hatte. Ja. Weiter, eins ums andere. Ja, mal da hinten. Mich interessiert, inwiefern unterscheidet sich der mongolische Buddhismus vom klassischen? Es gibt so viele Richtungen und national wird das wieder gefärbt. Also den mongolischen Buddhismus, den habe ich nicht studiert, das könnte ich nicht sagen. Ja, also es gibt so viele verschiedene Richtungen, oder? Und, aber das können Sie in der Fachliteratur so spezielle Richtungen nachschlagen. Und das ist ja auch nötig, wenn man als Missionar in irgendeines dieser Länder geht, wo Buddhismus praktiziert wird, da muss man sich natürlich mit allen möglichen Varianten
muss man sich mit der Variante an dem Ort ganz speziell auseinandersetzen. Und die können so weit variieren, dass wie gesagt, manche Formen mit dem ursprünglichen Buddhismus überhaupt nichts mehr zu tun haben. Hoppenwort hat das übrigens sehr eindrücklich gesagt. Er hat gesagt, dass das Leben des Menschen reicht eigentlich nur, um eine Religion wirklich kennenzulernen. Also alles andere, das ist noch so ein bisschen nebenbei, aber wenn man eine Religion wirklich kennen will, alles drum und dran, dann braucht das ein ganzes Leben. Gut, weiter? Ja, hier. Kann man sagen, dass... Ja, sicher. Der Buddhismus hat einen sehr großen Einfluss auf die moderne Psychologie, besonders durch Carl Rogers. Er hat ja in Verbindung mit der transzendentalen Psychologie hat viele östliche Elemente aus den östlichen Religionen in die moderne Psychologie hinein integriert. Aber das kann natürlich sehr stark variieren von Richtung zu Richtung. Aber gerade in der Richtung, bei Carl Rogers beginnend, hat das eine große Bedeutung bekommen. Sehr wichtig sogar. Ja, jetzt hier. Der Buddhismus auch so charakteristische Poesie für die Literatur? Ja, also was sehr typisch ist im Buddhismus, ist die Form der Gleichnisse. Also Buddha hat sehr viel Gleichnisse erzählt. Das ist so das, ein orientalisches orientalisches Stilmittel, um eben gewisse Gedankengänge sehr plastisch darstellen zu können. Also das ist zum Beispiel sehr typisch. Ja. Also der Platz der Frauen ist eben der, dass sie unter der Würde des Mannes sind, denn sie müssen, um die Erlösung zu erreichen, mindestens in einem nächsten Leben noch ein Mann werden. Aber nicht irgendein Mann, sondern wenn sie dann wirklich erlöst werden wollten, dann müssten sie eben ein Mönch werden. Also selbst eine buddhistische Nonne muss im nächsten Leben ein Mönch werden, um zur Erlösung zu kommen. Ja? Wenn es in Mitte. Ja, das ist ein berechtigter Konflikt. Ich wiederhole die Frage. Wenn es in mir denkt, wie kann ich dann die Erlösung wollen? Aber das ist ein Problem sehr ausgesprochen im Buddhismus, aber das merkt man in allen möglichen Philosophien und Religionen. Der Mensch, was der Mensch ist, wird da eigentlich nicht beantwortet. Und das führt dann immer zu solchen Konflikten. Ja, aber wenn ich eigentlich nur ein Es bin, wie soll ich dann eben als Ich handeln und quasi die Erlösung anstreben? Aber das Gleiche habe ich auch letztes Mal gesagt in Verbindung mit dem Buddhismus, wo ja auch letztlich gelehrt wird, dass das Ich-Sein eigentlich nur Einbildung sei. Denn in Wirklichkeit ist ja alles eine Einheit. Und das muss der Hindu ja feststellen, dass es eine Einbildung ist. Er ist gar nicht ich, sondern er ist ein Teil des Weltgeistes. Und das gibt ein Problem für hinduistische Ehen. Wie kann ich meine Frau lieben, wenn es ja mich eigentlich gar nicht gibt und sie auch nicht? Und das heißt aber nicht, dass hinduistische Ehen automatisch nicht funktionieren. Aber das zeigt, die müssen dann auf zwei Gleisen fahren. Die können ihren Glauben gar nicht konsequent ausleben, sonst wäre es mit der Ehe dahin. Aber das merkt man auch bei allen möglichen Ideologien. Man muss sich immer überlegen, wenn die ihr Denken konsequent durchhalten würden, wo würden sie enden? Immer und immer wieder in der Katastrophe. Aber das machen die meisten, leben ihre Ideologie gar nicht konsequent aus, weil sie sonst durchdrehen würden. Und so geht man gewissermaßen auf zwei Schienen. Eigentlich denkt man, ich bin ein Es und in Wirklichkeit im Alltag handelt man doch als ein Ich, ja? Ja, ganz da hinten. Also die Frage heißt,
Könnte es sein, dass die buddhistische Atomlehre, dass die irgendwie einen direkten Einfluss hat auf heutige alternativmedizinische Lehren? Habe ich es richtig wiedergegeben, ja, die Frage? Man muss den Zusammenhang nicht direkt dort suchen, jetzt in der Atomlehre selbst, sondern die ist allein schon darin begründet, dass die Natur göttlich, als göttlich betrachtet wird. Das ist ja im Hinduismus sehr ausgesprochen. Und eben eigentlich in allen Naturreligionen ist das der Fall. In den Religionen wird eigentlich immer, werden die Götter gesehen als Kräfte in der Natur. Auch bei den alten Griechen. Die Götter in den Religionen sind normalerweise gar keine transzendenten Götter, die wirklich jenseits sind der Natur, sondern sie sind immer Teil der Natur oder sie repräsentieren gewisse Naturkräfte. Und dass die esoterischen Heilmethoden, die beruhen eben auf dieser Überlegung, in der Materie gibt es göttliche Kräfte. Und die muss man anzapfen. So zum Beispiel in der Homöopathie ist die Überlegung, das sind geistige Kräfte in der Materie, und durch den dynamischen Verdünnungsvorgang werden diese Kräfte herausgelöst aus der Materie. Das also, je weiter verdünnt wird, desto mehr wird die geistige Kraft in der Materie freigemacht als Heilmittel. Das ist die gedankliche Grundlage. Aber die kommt eigentlich ist nicht spezifisch buddhistisch, sondern die findet man in allen möglichen Religionen, dieses Denken von Energien oder kosmischen Strömen in der Natur. Gut, wir sind an der Zeit angekommen. Wollen wir noch ein Lied singen zum Schluss?